Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, zu Deckelung, zu einem neuen Power-Trendes Monday, zu einer neuen Aufnahme-Trendes Monday mit dem Zwergenfürst. Warum zum Geier sollt ihr die Socke mitnehmen? Die bleibt schön da liegen. Okay. Steigen wir mal aus dem Fenster oder schauen wir zumindest raus? Sieht so aus, als gingen da draußen ganz üble Dinge ab. Ja, das würde ich sehr gerne sehen. Da gehe ich jetzt nicht raus. Ah, okay. Sehr schade. Gut. Bin doch nicht irre. Hab das Spielen vor Jahren aufgegeben. Die habe ich nur noch aus Nostalgie herumstehen. Und weil ich sie nicht bewegt kriege. Heute wäre ein guter Tag, wo draußen die Welt untergeht. Gut. Na dann, ab ins Wohnzimmer. Mal schauen, was uns dort erwartet. Schätze, Marconi schlägt zurück. Nö. Ja, lass mich stecken. Was zur Hölle? Ich bin tot. Ich würde dir einen guten Tag wünschen, aber sicher hast du schon festgestellt, dass an diesem Tag nichts Gutes ist. Aber, wow. Ja, was aber? Ist dir eigentlich klar, wie viel Arbeit heute auf mich wartet? Und alles wegen dir? Die Hölle läuft über und der Papierkram stapelt sich bei mir bis zur Decke. Vielen Dank, Kumpel. Aber ich? Was willst du mir damit sagen? Du bist hier wegen meinem Traum, oder? Wovon um alles in der Welt redest du? Naja, ich hab da immer diesen Albtraum, wo du kommst, um mein Waschbecken zu reparieren und dann willst du meine Seele als Bezahlung. Und wie sollte ich irgendwas über deine nächtlichen Träume wissen? Glaubst du, ich bin so eine Art perverser Spanner, der auf die Träume anderer Leute abfährt? Ich bin doch nicht der Weihnachtsmann. Na gut, okay. Aber was geht hier gerade ab? Was glaubst denn du? Das ist der scheiß Weltuntergang. Zufrieden? Warum sollte ich zufrieden sein? Du versuchst mir also klarzumachen, dass derjenige, der für das jüngste Gericht verantwortlich ist, nicht mal weiß, was er angerichtet hat. Ich soll dafür verantwortlich sein? Ich hab doch nur geschlafen. So einfach ist die Sache nicht. Du hast das Raumzeitkontinuum einmal zu oft verändert und die Realität bricht auseinander. Wir sind hier, um das System zu rebooten. Weißt du, einfach von vorne anfangen. Was heißt denn wir? Du weißt schon, wir im Sinne von ich und meine Brüder und dieser Charakter. Oh. Hey Mann, der Tod hat mich mitgenommen. Matt, du lebst. Ja. Hast du ein bisschen Knuspermüsli, Kumpel? Schön, dich zu sehen, Mann. Nicht mehr lang. Das ist schon so lange her. Der Tod brütet ihn. Ja, Mann. Also, was ging letzte Nacht? Hast du die Braut rumgekriegt? Was für eine Braut? Du weißt schon, die von der Show. Ich fühle mich, als wäre Sonntag Ewigkeiten her. Du bist so ein Schlappschwanz, Randall. Ein paar Bier und du weißt nicht mehr, was du letzten Abend angestellt hast. Ja, weißt du, ist nicht leicht, mit dir mitzuhalten. Ach, entspann dich. Das Mädel war sowieso nicht deine Kragenweite, Alter. Die war sowieso mehr an ihrem Esel interessiert. Also, wie sieht's aus? Müsli? Klar, aber bist du sicher, dass es dir gut geht? Warum auch nicht? Obwohl, jetzt, wo du es sagst, du warst derjenige, der ein bisschen komisch aussah. Man hätte glauben können, du wärst gerade aus dem Knast ausgebrochen mit dem orangefarbenen Pyjama. Meine Herren, das kann sein. Verschieben wir doch die Pyjama-Party auf später, ja? Entschuldigung, Mr. Tod. So, meine lieben Jungs. Ich habe mit euch zwei schon genug Zeit verschwendet. Das Kolosseum wird nicht von alleine in sich zusammenfallen, müsst ihr wissen. Naja, vielleicht doch. Ich habe jedenfalls eine Menge zu tun. Seelen retten, Städte zerstören, Körper versengen, das volle apokalyptische Programm eben. Prinzipiell alles und jeden exterminieren, außer euch zwei beiden. Okay, aber was haben wir denn mit dem Ganzen zu tun? Er ist fast ebenso schuld wie du. Ihr wartet hier, bis ich mit der Apokalypse durch bin. Dann wird euch die Steuerbehörde für eure Vergehen bestrafen. Die Steuerbehörde? Kann ich fernsehen? Wie oft soll ich noch sagen, dass du nicht immer irgendwelchen Unsinn auf dem Shopping-Kanal bestellen sollst? Warte mal noch einen Moment. Ich hab da noch ein paar Fragen. Dann mach mal hin. Meine Brüder warten auf mich. Okay. Matt und ich werden die letzten Menschen auf Erden sein? Exakt. Oh, so wie in der einen Folge von Twilight Zone. Die mit dem Mann, der so gerne Bücher liest. Oh, der Typ, dem am Schluss die Brille kaputt geht. Eben die. Mann, was für eine Scheiße, was? Ach,
Eine ziemliche Scheiße. Es sei denn, er konnte Blindenschrift. Ich bin ja nicht gerne Spielverderber, aber ich persönlich würde lieber auf schmerzhafteste Weise sterben, als auch nur 2 Minuten mit den Pennern von der Steuerbehörde zu verbringen. Wir haben den ADAC überlebt. Klingt nach einem spannenden Finale. Tja, genau genommen haben wir den ADAC sogar abgefackelt. Aber wir haben es überlebt, stimmt's? Mal sehen. Ich weiß nicht, was die Steuerbehörde damit zu tun hat, aber ehrlich gesagt ist mir das auch völlig egal. Aber du musst das verstehen, ich habe ja gar nichts gemacht. Ich bin bloß das Opfer eines fürchterlichen Fluchs, der mich zwingt, denselben Tag immer und immer wieder zu durchleiden. Das stimmt. Also glaub mir, wenn ich an der Situation irgendwas ändern könnte, hätte ich's schon längst getan. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Du wirst hier warten, bis ich auch die letzte Spur von jedem auf der Erde vernichtet habe. Okay, warte mal, Mann, warte. Willst du damit sagen, dass der Typ allen Ernstes und wirklich der Sensenmann ist? Wenn du nicht die ganze Zeit deine Fresse im Müsli hättest, wäre dir das sicher auch schon aufgefallen. Ich weiß nicht, sieht für mich aus wie ein Irrer in einem Kostüm. Und du meinst nicht, dass all die Leichen und das ganze Feuer irgendwie merkwürdig sind? Jetzt, wo du es sagst, kommt das Puzzle allmählich zusammen. Aber du kennst mich ja, heute ist Montag und normalerweise brauche ich bis Donnerstag, um mich vom Wochenende zu erholen. Das stimmt. Bitte, aber seid ihr bald fertig? Moment mal. Irgendwas stimmt hier nicht. Seit wann zieht sich Matt den Shopping-Kanal rein? Hab ich schon immer. Wenn man die Realität verändert, hat das Konsequenzen. Ich habe nur eine Notlösung installiert. Du und der Typ mit der Brille hat das Raum-Zeit-Kontinuum einfach zu oft verändert. Was genau verändert denn das Raum-Zeit-Kontinuum? Und was hat das alles mit dem Shopping-Kanal zu tun? Alles. Und mit der Finanzbehörde. Jeden Tag wird die Geschichte neu geschrieben und alles muss im Einklang sein. Du hast erst versucht, alles wieder hinzubiegen, aber du hast dich zu sehr darauf konzentriert, eine wichtige Figur zu werden. Du bist das eigentliche Problem jahrelang nicht angegangen. Das stimmt doch gar nicht. Ich saß im Knast. Was zur Hölle sollte ich denn machen? Wunder, dass ich überhaupt fliehen konnte. Geht's hier um eine neue Fernsehsendung oder was? Jeden einzelnen Tag, den du drin verbracht hast, hatte ich eine Verabredung mit deinem bebrillten Freund hier. Aber alles, was passiert, stimmt. Wäre da nicht ein kleines Detail. Das ist einige Male gestorben. Dein Freund hier ist völlig versessen auf eine bestimmte Produktlinie. Es geht um den Shopping-Kanal, stimmt's? Du meinst die Wondermatic 9000-Serie, oder? Oh, da stehe ich voll drauf. Eben die Wondermatic Industries wurde größer und größer. Alles nur, um die Nachfrage zu befriedigen und um Matthew Griffin dabei behilflich zu sein, sie umzubringen. Hat er gerade gesagt, Matthew Griffin dabei behilflich zu sein, sich umzubringen? Aber das Problem kam erst ein paar Monate später. Wenn man jeden Tag ein neues Produkt auf den Markt bringt, hat man bald keine Ideen mehr. Also war am Ende der Shopping-Kanal voll von nutzlosen Produkten, die außer Matt nie jemand kaufen würde. Okay, ich glaube, jetzt verstehe ich die Sache mit dem Shopping-Kanal. Aber Matt sieht eigentlich ganz normal aus. Er ist etwas weggedreht im Vergleich zum letzten Mal, als ich ihn gesehen habe, aber sonst sieht er sogar ganz gut aus. Ach, dein Freund ist kein Problem mehr. Das ist erledigt. Obwohl er sich an das eine oder andere vielleicht nicht mehr erinnern wird. Tja, das ist ja da nichts Neues. Warum redet ihr über mich, als wäre ich gar nicht da? Ich komme euch in ein paar Stunden abholen. Denkt nicht mal daran, diese Wohnung zu verlassen. Warte, aber... Kein Aber. Ich werde dran denken, die Wohnung zu verlassen. Ich bin wegen dir sowieso schon spät dran, Meister. Ich werde es vielleicht sogar tun. Bald werdet ihr beiden die letzten Lebewesen auf diesem Planeten sein. Benehmt euch also. Was für eine merkwürdige Situation, was? Merkwürdige Situation? Na dann schau mal aus dem Fenster, da läuft gerade die verdammte Scheiß-Apokalypse! Ja, sieht so aus. Ziemlich rot draußen. Frag mich, was da wohl passiert ist. Du meinst, das weißt du nicht? Alter, Tod höchstpersönlich hat dich eben hergebracht. Hast du uns überhaupt nicht zugehört? Puh, nicht so richtig. Er hat was vom Shopping-Kanal gesagt, also dachte ich, der will dir irgendwas verkaufen? Ah, verdammt, Matt, wir haben's verschissen. Wir haben's aber mal so richtig verschissen, Alter. Aber wie kann das denn überhaupt unsere Schuld sein? Wie zum Geier haben wir es geschafft, das Ende der Welt heraufzubeschwören? Waren wir echt so... Hat doch gerade erklärt. Ja, klar waren wir das auch. Aber glaub mir, das ist der schlimmste Kater aller Zeiten. Ich weiß, wie es dir geht, Mann. Aber ich habe ein Heilmittel für all deine Wehwehchen.
Wir brauchen nur etwas Milch, Müsli und den Shoppingkanal. Du kannst dir nicht vorstellen, was für einen Müll man da kaufen kann. Ist wirklich irre. Es gibt nichts Besseres an einem Feiertag. Heute ist kein Feiertag, heute ist Montag. Ich weiß, aber scheiß drauf. Wenn Washingtons Geburtstag ein Feiertag sein kann, dann ja wohl auch die Apokalypse, oder? Ja, man so sieht. Ja, also ich finde schon, dass man zur Apokalypse schon freigehen sollte. Machen wir es uns gemütlich. Schon. Das könnte schon, dürfte schon mal ein Feiertag sein. Sofa, Matt. Jo, was haben wir denn überhaupt noch im Inventar? Recht wenig. Einen Schlüssel ins Nikotin-Kaugummi. Und eine Zeitung. Okay, das darf ich nicht. Herzlich willkommen zum Ende der Welt. Das letzte, der letzte macht das Licht aus. Jo. Okay, die Zeitung haben wir nicht. So. Sehr schön. Okay, Nikotinkaugummi und Schlüssel. Können wir noch irgendwas mitnehmen? Es hilft sicher nicht, sich grün anzuziehen und sich auf die Suche nach dem Triforce zu machen. Jedenfalls im Moment nicht. Och, das wäre doch eine gute Beschäftigung während des Weltuntergangs. Hier mache ich nicht sauber. Mortimer ist dran. Mortimer ist immer dran. Wo ist denn eigentlich der Mortimer? Hier mache ich nicht sauber. Mortimer ist dran. Mortimer ist immer dran. Gut. Tja. Eins der Päckchen Nikotinkaugummis, die Carl jeden Tag in meine Zelle bringt. Der Schlüssel zur Speisekammer in der Küche. Ja, hilft mir jetzt relativ wenig. Okay, ja, dann verlassen wir mal die Wohnung, oder was? Ich seh's, aber ich glaub's nicht. Was für ein Chaos. Na, dann lassen wir ihn mal in den Shoppingkanal gucken. Verlassen die Wohnung. Aufs Dach. Wenn wir schon nicht raus können. Oh, hallo. Und dann sagt sie, sie bräuchte jemanden, der reifer ist. Also echt. Ich bin eine Million Jahre alt oder so. Was zum Teufel? Ich hab dir doch gesagt, du sollst in der Wohnung bleiben. Hat der ein Super Mario? Oh, shit, stimmt ja. Letzte Woche. So? Tja, sollten wir eigentlich. Ist das okay. Der Taschendieb? Ja. Na, mein Junge, glaubst du, du kannst einfach so rumlaufen und dir Sachen nehmen, die dir nicht gehören? Bringen wir ihm etwas Respekt vor dem Eigentum anderer bei, ja? Komm schon, Hungersnot, du bist dran. Ach, das ist also Hungersnot. Ach, komm schon. Du musst ihm doch nur die Hand abhacken. Ist doch nichts dabei. Lass mich raten, das andere ist Krieg. Jetzt Mittagspause. Aber ist doch egal. Das dauert nur eine Sekunde und der Junge hat den Rest seines Lebens dir zu danken. Mittagessen ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, also ich zisch mal los und besorge... Na, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit. Moment mal, junger Mann. Du gehst nirgends hin, bis wir nicht entschieden haben, was wir mit dir machen. Und wenn ich einen Attest habe, dass ich akut an Kleptomanie leide? Was zur Hölle soll denn das heißen? Es ist uns egal, was dein Psychiater sagt, du Trottel. Nein, Hungersnot, ich hab dein Unterkiefer nirgends gesehen. Und du bist auch nicht der Einzige, der hier Hunger hat. Wir könnten alle einen Happen vertragen. Was? Seit wann muss ich mich ums Mittagessen kümmern? Tja, das ist ja nett, dass du den Müll runtergebracht hast. Aber das macht mich lange noch nicht zur Mittagsfee. Brüder, streitet nicht. Die Lösung des Problems steht direkt vor euch und mit einem besonders blöden Gesichtsausdruck. Ich? Er? Warum nicht? Ich hab Hunger. Mir gefällt das irgendwie alles nicht. Ja, warum denn nicht? Ja, weil ihr Hunger habt und mich wohl auffressen wollt. Da hast du natürlich recht. Was? Nein, es muss da noch eine andere Lösung geben. Hör zu, Junge, ist schon klar. Du willst nicht gefressen werden. Aber schlimmer als die Zerstörung allen Lebens auf der Erde ist die Zerstörung allen Lebens auf der Erde, während Hungersnot die ganze Zeit am Jammern ist, was für ein Kohldampf er hat. Na
nimm's nicht persönlich. Tja. Lass mich raten, Tod, Krieg, Hungersnot und Armut. Sind hier die Kandidaten? Ihr könnt mich nicht fressen, die Typen von der Steuerbehörde wollen mich richten. Stimmt's, Mr. Tod? Oh, Mist, das stimmt. Obwohl, wenn wir dich jetzt fressen, haben sie nachher weniger Papierkram. Hey, stimmt auch, ne? Glaubst du nicht, der Boss wird dann sauer? Vermutlich. Aber die wird auch sauer, wenn sie uns sieht, während wir uns hier in vollen Lenz machen. Der Boss? Was müssen wir doch essen? Das ist ein Grundbedürfnis. Wir sind auch nur Menschen. Nein. Da könnte der Boss von Tod, Krieg, Hungersnot und Armut sein. Kann mal jemand Hungersnot seinen Unterkiefer geben? Das Genuschel macht mich fertig. War doch kein Spielverderber. Nicht schlecht. Ich find's rasend komisch. Tut mir leid, wenn ich unterbreche, aber ich glaube, ihr habt euren Boss vorhin mal erwähnt. Ja? Und? Kann ich die mal sprechen? Ich glaube nämlich, dass das alles nur ein Missverständnis ist und ich... Oh, glaub mir. Mit der willst du nicht reden. Das glaube ich dir aber. Aber ich muss darauf bestehen. Ist mir egal, ob euer Boss eine irre, perverse Höllenschlampe ist. Oh. Wir haben eine Menge zu besprechen. Ehrlich, mir wäre es egal, wenn sich euer Boss als eine Art monströses, widerliches Schlammwesen herausstellt, das wie Marconi stinkt. Oh, Scheiße. Sie steht direkt hinter mir, stimmt's? Na, sieh mal einer ja, an. Ja, damit habe ich nicht gerechnet. Wen haben wir denn da? Wenn das mal nicht Randall Hicks ist, der beste aller denkbaren Freunde, der Ringdieb, der Raumzeitgefangene, der gefürchtetste Insasse aller Gefängnisse und natürlich mein Ex-Verlobter. Wie geht's denn so? Hey, sieh dir das an! Die kennen sich! Sally? Ist das so eine Art M. Night Shyamalan-Plot-Twist? Was hat das zu bedeuten? Das bedeutet, dass ich gewonnen habe. Der Ring ist mein. Hey, Boss, wir machen nur eine kleine Pause hier. Du warst auch hinter dem Ring her? Bist du eigentlich völlig verblödet oder was? Natürlich wollte ich den Ring. Ich bin die Braut. Okay. Na, das ergibt Sinn. Ich fange noch mal anders an. Wie laufen denn die Hochzeitsvorbereitungen? Tja, im Moment bin ich etwas sauer, um ehrlich zu sein. Man hat mir versprochen, dass diese Jungs hier das Beste wären, das man auftreiben kann. Aber jetzt stehen die da nur rum. Wenn man eine ordentliche Apokalypse haben will, muss man die wohl selbst besorgen, wie es aussieht. Tja, so ist das. Wir machen hier gut Mittagspause, Boss. Wir sind gleich wieder voll dabei. Das solltet ihr auch. Sally, ich pack das alles nicht. Ich muss wissen, was los ist. Ist das nicht offensichtlich? Das ist das Ende der Welt. Du hast mit deinen ständigen Raum-Zeit-Veränderungen alles in Gang gesetzt und ich bin die Königin in dem ganzen Schlamassel. Mhm. Wenn ich schon keine Hochzeit kriegen kann, will ich wenigstens eine schöne Apokalypse haben. Ah, das ist verständlich. Aber wer sagt denn, dass du keine Hochzeit haben kannst? Matt sitzt in diesem Moment auf meinem Sofa und stirbt vor Vorfreude, dich zu sehen. Stirbt vor Vorfreude? Ja, wirklich witzig, Randall. Was ist es denn diesmal? Hat er sich mit einem Pizzaroller den Kopf abgetrennt? Nein, nein, noch ganz und nicht. Gar nicht. Er lebt und er vermisst dich fürchterlich. Das stimmt, Boss. Wir haben uns bereits um die Griffin-Sache gekümmert. Gute Arbeit, aber leider zu spät. Ich will mich nun nicht mehr binden, das war mal. Ich bin jung und mächtig. Ich will mein Leben genießen. Wisst ihr eigentlich, wie langweilig das ist, jahrelang immer wieder die gleiche Leiche in der Küche vorzufinden? Tja, eine Ehe ist so ähnlich. Aber ich werde jetzt den Ring für etwas anderes benutzen. Verstehe, aber du weißt schon, dass der verflucht ist, oder? Wieder falsch, Randall. Man muss nur lernen, mit seiner Macht umzugehen. Okay. Sieht aber nicht gerade so aus, als wärst du dabei besonders erfolgreich. Was? Ich bin sicher, eine Party wie die hier hast du noch nie erlebt. Stimmt schon, aber ich kenne dich, Sally. Und du hast ja noch nie was aus dieser ganzen Apokalypse-Scheiße gemacht. Du bist verletzt und ehrlich gesagt weiß ich nicht mal warum. Ich? Verletzt? Wie kommst du auf die Idee? Tja, weiß nicht. Die ganze Lava, der ständige Schwefelgestank sprechende Skelette. Aber vor allem spüre ich bei dir so eine gewisse Anspannung. Gut beobachtet. Aber du verstehst nicht richtig. Wie meinst du das? Lass es einfach.
Wenn du nicht mal verstehst, was los ist, lass es einfach. Eben, Junge. Lass es lieber. Ein Scheiß für dich. Was habe ich da verpasst? Verdammt, Randall. Wie kann man nur so blöd sein? Ich hab dich gewarnt. Was hast du erwartet? Du dachtest, all das würde sich auf irgendeine Art und Weise in Wohlgefallen auflösen? Einfach den Ring zurückbekommen und so tun, als sei nichts passiert? Du hast meinen Hochzeitstag versaut. Du hast den wichtigsten Tag meines ganzen verdammten Scheißlebens auf dem Gewissen. Was hast du denn erwartet, du selbstsüchtiges Arschloch? Sieh mal, es tut mir ehrlich leid, aber glaubst du nicht, dass die Apokalypse ein bisschen zu weit geht? Das tue ich mit Sicherheit nicht. Die Braut lässt sich nicht ficken. Sie steht genau vor dir. Sally, der Ring ist wirklich böse. Nimm den lieber ab. Böse? Und was glaubst du, bin ich? Der Ring hat dich verändert. Mag sein, aber ganz offensichtlich zum Besseren. Überhaupt nicht. Die Sally, die ich kannte, würde die Scheiße aus dir rausprügeln. Oh, da hab ich aber Angst. Grüß sie von mir, wenn du sie siehst. Und grüß auch den blöden Penner, der Matt den Ring gegeben hat. Dank euch beiden gehört die Welt jetzt mir. Hahaha. Moment mal. Wie kannst du das wissen? Ach, komm schon, ich weiß alles. Ich hatte schon ein Auge auf den Ring geworfen, seit Matt ihn von diesem stinkenden Penner bekommen hatte. Mhm. Matts Geldbeutel konnte vor mir nie irgendwelche Geheimnisse verbergen. Ich habe ihn jeden Abend durchsucht, seit wir zusammen waren, um sicherzugehen, dass er nicht das gesamte Geld für Schnaps und Abwaschtattoos rauswirft. Das kann ich nicht gutheißen, aber erzähl weiter. Die Sache ist die. Eines Tages fand ich den Ring und ich habe mich verliebt. Vom ersten Augenblick an wollte ich ihn haben. Aber dann kamst du und hast deinem besten Freund den Geldbeutel geklaut, hast seine Hochzeit ruiniert und ihn über 2000 Mal in den Selbstmord getrieben. Du kannst 2000 Mal? Aber am allerwichtigsten ist, dass trotz allem jetzt ich den Ring besitze. Ist das nicht toll? Stimmt, wir waren ja lange toll. Zeit einfach gemacht. Super. Sieh dich um. Es wird sogar immer besser. Aber sicher. Meine hingebungsvollen Untergebenen werden schon dafür sorgen. Ja? Aber das verstehe ich nicht. Warum lassen die sich von dir kontrollieren? Hat sie uns gerade Untergebene genannt? Verstehst du denn nicht? Sie fürchten mich. Sie wissen, dass man mich lieber nicht erzürnt oder sie verlieren ihre Köpfe. Ach, komm schon, du warst ein guter Mensch. Du hast sogar Kleider gespendet und so. Du Narr. Ich bin nicht die Sally, die du kanntest. Oh. Jetzt dann hat's verrückt gemacht. Du hast deine Tage, stimmt's? Okay. Entspann dich und ich hol dir ein Eis. Was für eine Sorte darf's denn sein? Was hast du gerade gesagt? Antworte nicht. Oh, oh. Das ist eine Falle. Tja, also du hast ja wohl deine... Naja, die Kommunisten marschieren ein, die Ampeln stehen auf Rot, die Maler sind im Keller, Ölwechsel, du weißt schon. Schön. Oh, Oh, Mann. Ja. Oh, oh. Wie gefällt dir mein neuer Look, Randall? Das sieht schon mehr nach Chefin von Tod, Krieg, Hungersnot und... Armut aus. Ja. Du bist das allerletzte hässliche Scheißvieh, das ich je gesehen habe. Tja, zu Elaine hast du Schlimmeres gesagt. Ja, aber Elaine respektiere ich. Du bist einfach widerwärtig. Egal, mein lieber Randall. Ich hatte ja nie angenommen, dass du mir in jener Nacht freiwillig den Ring aushändigen würdest. Aber du hast es getan und er ist jetzt mein. Jetzt habe ich gelernt, seine Macht zu nutzen und bin, was man so landläufig als der Teufel bezeichnet, geworden. Die Apokalypse hat begonnen und ich könnte glücklicher nicht sein. Das heißt, ich war mit dem Teufel verrückt. Willst du mir das etwa in die Schuhe schieben? Das war mir klar. Ich hau mir hinterher nicht auf. Ist mir das früher oder später passiert? Nutzlose Kröte. Du und ausschließlich du. Du bist für diese Katastrophe verantwortlich. Du wirst den Rest deines Lebens mit dieser Schuld leben müssen. Dass ich irgendwann mal mit dem Teufel verheiratet bin, ist ja... Das habe ich schon, das habe ich schon vorausgesehen. Ja. Auch im echten Leben gehe ich hart davon aus, wenn ich irgendwann mal in die Situation komme, dann kann es nur darauf hinauslaufen. Nicht wirklich.
Ich habe einen Fernseher, einen DVD-Player und alle 6 Staffeln von den Sopranos bei mir zu Hause. Es ist das verdammte Ende der Welt und du machst immer noch auf Klugscheiße. Tja, Game over. Schachmatt. Du bist am Arsch. Game over und anders. Das hier ist noch nicht vorbei. Der Abspann läuft noch nicht mal. Da kann noch einiges passieren. Braver Junge. Gibt einfach nie die Hoffnung auf. Für einen Tag haben wir noch. Und ihr Lappen, die Pause ist zu Ende. Ich will, dass vor 5 dieser Planet zerstört ist. Los, an die Arbeit! Zerstört! Hoffe, du stürzt den Vulkan, du hässliche Hexe. Also, das ist also euer Boss, ja? Ich sehe, das Betriebsklima ist nicht so besonders. Sie ist ein Tyrann! Will die ganze Welt in weniger als einem Tag zerstören! Das ist doch Wahnsinn! Wir haben auch Rechte, weißt du? Ja, und das Wichtigste davon ist das Recht auf eine ordentliche Mittagspause. Allerdings. Bruder. Dürfen wir überhaupt Amen sagen? Ich bin mir nicht sicher. Ich würde mir das ja nicht gefallen lassen. Na, dazu auch Amen. Ja, irgendjemand musste das auch mal sagen. Das ging vielleicht ein bisschen zu weit, Hunger Snort. Ihr solltet nicht unter so großem Zeitdruck arbeiten müssen. Tja, ist alles deine Schuld, Kumpel. Tja, das behauptet sie jedenfalls. Aber ich bin hier das wahre Opfer. Schweig still, Sterblicher. Wir haben schon genug Probleme, wie du siehst. Erheische nicht auch noch unser Mitleid. Wir sind die 4 apokalyptischen Reiter. Ja, obwohl Krieg bei Cinema Paradiso immer noch jedes Mal heult. Ach, halt's Maul. Die Kussszene am Ende ist sehr gefühlvoll. Jungs, das reicht jetzt. Seht mal, ich hab das alles nicht verursacht. Ich bin auch nur ein Opfer. Und offensichtlich kann mir niemand helfen. Woher weißt du das? Hast du mal jemand um Hilfe gebeten? Stimmt, das hilft normalerweise. Das könnte ich mal versuchen. Tja, wäre nicht schlecht. Warte mal. Mama, das ist ziemlich spät. Ihr redet von euch selbst? Okay, das war mir nicht klar. Reiter, ich brauche eure Hilfe. Ich versuche schon lange, alles, was dieser Ring verursacht hat, wieder gerade zu biegen. Und alles war umsonst. Ihr seid meine letzte Rettung. Wie sieht's aus? Tut uns leid. Wir haben gerade Mittagspause. fuck. Komm schon, Jungs. Der Apokalyptus muss warten. Die Situation auch nicht der apokalyptischen Reiter haben wir gerade Mittagspause. Wovon zur Hölle redest du da? Ja, wovon redest du? Willst du etwa vorschlagen, dass wir es einsetzen sollen? Was habt ihr mit mir vor? Ich weiß nicht, aber bloß nicht. Aber ihr wollt es einsetzen? Nee. Es ist jetzt nicht so das, was ich. Er muss etwas für uns tun. Zum Beispiel was zu essen besorgen. Bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Hallo? Kann mir mal jemand sagen, um was es hier eigentlich geht? Oh, ich erklär's dir. Weißt du, wir kennen da ein uraltes, mystisches Geheimnis, das alles in einem Augenblick wieder ins Lot bringen könnte. Und alles wäre dann wieder normal? Auf geht's. Keine Flüche, keine Selbstmorde, kein Ende der Welt? Das ist korrekt, ja. Na dann, worauf warten wir? Wollt ihr lieber Orangensaft oder Ananas? Rührei oder Spiegelei? Nicht so schnell. Was denn? Habt ihr eine Glutenunverträglichkeit oder was? Sagen wir mal, unsere Geschmacksknospen sind etwas eigentümlich. Tod, wir essen Sie nur leicht angebratenes Menschenfleisch. Je frischer, desto besser. Dann nimm halt meinen Arm. Weißt du? Das heißt, das wir essen doch nicht irgendeine dahergelaufene, verfaulte Leiche oder so. Das ist doch ein für den Frischfleisch. Ich denke, so ein linker Arm, also den rechten nicht, den Mokchen. Heißt das, ihr wollt mich essen? Tja, jetzt so für dir nichts ausmacht. Ja, also für das recht sein. Für den Weltfrieden ist das ein relativ geringer Preis. Ich würde schon sagen, ja. Brühe, ratet mal. Bevor wir uns jetzt schon die besten Stücke sichern sollten, ein linker Arm oder linker Fuß, wie wir ihnen denn helfen wollen, wenn wir ihn aufgefressen haben. Guter Punkt. Ich nehme die Hüfte.
Mir fällt sicher was ein, das zu aller Zufriedenheit ausfällt. Besonders eurer. Ich muss nur ein paar Strippen ziehen und ich bin sofort mit eurem Mittagessen wieder da, okay? Du solltest nicht versuchen, uns auszutricksen. Ich weiß, wo du wohnst. Okay, wir müssen versuchen, sie auszutricksen. Du meinst so Fremde wie ihr? Och Himmel nochmal, uns kennst du doch. Wir waren in Tausenden von Filmen. Naja, gar nicht mal in so vielen. Oh, echt? Aber ich dachte... Tut mir leid. Ja, ich sollte vielleicht... Du solltest vielleicht los und unser Mittagessen besorgen. Okay. Ja, stimmt. Ich hole euch mal was zu essen. Wir brauchen ein Menschenopfer. Gut, na dann...